Yo. Au. Der hat schon was. Fuck! Fuck! Gut, dass ich hier Heiltränke benutzen kann, fällt mir dabei ein. Wird, glaube ich, Zeit mal für Gegenstände. Was haben wir denn hier? Nee. Gut. Fuck! Ja, genau. Could you please just... Ich würde ihn gerne wieder sehen, danke. Ach, gerade hat sie wieder ausweichen wollte. Au. Guter Hit. Komm schon! Fuck! Der Kranke, der Majima. Ganz schön flink auf den Beinen. Sweet Jesus. Gut, dass ich so in körperlicher Kondition bin. Au. Ich glaube, ich muss demnächst mal wieder einkaufen gehen in der Apotheke. Habt ihr gesehen? Gerade so geschafft, seine Attacke zu countern. Boom! That hit, ey. Es hat gesessen. Gerade so. Es waren erst 17 Minuten bis jetzt? Like always, you're tough as nails. I knew you were, Kazuma-chan. But I'm not finished yet. It's over. Give me Haruka back. Fucking idiot. What? Die, Kazuma! No, Oyubun! Why? Kazuma is my friend. You stupid fuck. Only I get the privilege of killing him. Majima. Oyabun. Oyabun. Oh no. Hey, call the ambulance. Hurry up. Yes, sir. I am. Mister? Haruka.
I was scared. So scared. Sorry I'm late. Okay. Dude. Das sollte nicht passieren. Ein Guru ist ja echt cool am Ende. I wasn't able to protect you like I should have. Must have been terrifying. It was. They tied me up and I was locked in a dark room. But all of a sudden I started to hear people fighting outside. Then someone untied me and told me to run. Someone? Who was it? I don't know. When I thanked him, he asked me if I had the pendant. The pendant? This one. Aunt Yumi gave it to me. Okay. Ich habe keine Ahnung. Where's my mommy? Why won't she come see me? I'm sorry. No, I want to see my mommy. Please, Aunt Yumi. Please let me see my mommy. Please, please. Haruka, listen. What? I brought you something. This is the pendant your mother wore. Mommy's? That's right. She wanted me to give it to you. And to tell you to keep it always. Okay? Okay. It's very precious to her, so I don't want you to tell anyone about it. It's your very own precious little lucky charm. So, that pendant, he was trying to get it, huh? No. He told me to take good care of it. And that it's worth 10 billion yen. Let me see that. It's locked. We have to break it open. No! No, don't! Just kidding. Haruka, the man that helped you, do you remember what he looked like? I don't know. It was really dark. But the man told me to tell Mr. Kazuma about the pendant. He said my name? Yeah. I wonder who the hell it is. I have no idea. One thing's for sure. We seem to be at the center of this shitstorm that's been kicked up recently. Aber natürlich will ich speichern. Den Goro-Fight will ich nicht nochmal haben. Oh Mann, ey. Vater 6, Vaterschaft. Aha. Ich bin ja doch schon ziemlich weit, fällt mir dabei auf. Kapitel 6. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel es hat, aber um die 10 vielleicht? Lass es 10 sein. Haruka war wohl sehr müde. Sie sah sehr schläfrig aus. Kazuma-chan, was machst du denn heute noch? Ich bin nochmal unterwegs, um neue Hinweise aufzuspüren. Ich werde die Stadt verlassen. Bist du denn okay? Du begibst dich immer in Schwierigkeiten, Kazuma-chan. Ja, tue ich. Aber das tue ich nur für Haruka. Denn wir müssen sie retten. Oder sie befreien von... Dass sie gekidnappt wird, wie schlecht.
Wie schrecklich. In den Aufzug einsteigen? Erdgeschoss. Aber natürlich, wir wollen hier raus. So, lass uns mal hingucken, wo wir hin können jetzt. Hey, Kazuma-san. Ich bin Max aus dem Fegefeuer. Ich arbeite für den Kage. Hast du etwas Zeit, um dich mit dem Kage zu treffen? Offensichtlich hat der Kage einige Probleme mit seiner Familie. Er wird ganz verzerrt. Erzählt uns nichts darüber. Kage hat eine Familie? Er hatte eine Familie vor langer Zeit. Sein Sohn wuchs als Punk auf. Genauso wie die Jungs, die auf diesen Straßen unterwegs sind. Das Kind weiß nun nicht einmal, wie sein Vater aussieht. Das ist wirklich traurig. Ja, könnte es echt sein. Aber ich habe leider nicht so viel Zeit für den Kage. Ich gehe einfach straight erstmal meinen Dings nach, meinen Quests. Weil ich echt mal wissen muss, wo hier was wie ist. Es muss doch hier irgendwo eine Apotheke sein. Was bist du denn? Eine Eisdiele. Aha. Ist das da vorne die Apotheke, die mit Rot? Ich muss noch mal ein paar Medikationen einkaufen. Ja, das sieht danach aus. Popopo. Hallo, was haben wir denn da? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber ich würde gerne in so einem japanischen Supermarkt mal echt einkaufen gehen. Also muss ich auf rote Dinger achten, okay. Wobei ich keine Ahnung. Ich kann auch hier auf der Karte nachgucken, da war doch was. Stadtplan. Na, was bist du? Popo und Nishikishi-Straße. Nee, ich will nicht die. Da, Kubo. Apotheke, das heißt, komme ich da dran vorbei? Muss zum Purgatory wieder oder was? Der bringt mich eh zum Purgatory. Zur Parkallee. Dann ist es wirklich die Hauptquest, die wir da tun. Das heißt, jetzt nach links durchbiegen. Ach, das Spiel ist so schön. Ich hätte Bock auf eine Runde Tokio abchillen. Wisst ihr, so in Akiba, wo man einfach rumeiert, Mangas kauft, Animes schaut, Maiden-Cafés abhängt, die ganzen japanischen Oldschool-Gekrösen, Visual Novels-Gekröse. Ach, da kriegt man alles, was das Herz begehrt. Oder was mein Herz begehrt, sagen wir es mal so. Ich bin auch ehrlich gesagt weniger Fan geworden von japanischen Rollenspielen, als ich früher war. Ich bin eher Fan von japanischen Gut.